Moin-Gear-Tester begleitet uns wieder auf eine Nachtjagd am gelegten Mais. Der Mais ist in der Erde und das bedeutet für die meisten Feldjäger ansitzen, ansitzen, ansitzen. Denn die Sauen entdecken relativ schnell, meist spätestens nach einer Woche, dass flächig eine Kirrung angelegt wurde für sie. Und wenn sie dann die Reihen nach und nach aufbuddeln, kann es erheblichen Schaden geben. So ist es auch in diesem Revier. Hier sind einige hundert Hektar Mais gelegt. Wir sind jetzt schon die ganze Nacht unterwegs, es ist gleich 3 Uhr und haben die zweite Sau liegen. Die erste Sau war aus einer Dreierrotte mit einer Bache und einer weiteren Überläuferbache auf einer total vergrasten Brache oder so. Jedenfalls nicht da, wo wir sie eigentlich erwartet hatten, aber wir haben sie erpirscht, sind die bestimmt von 500 Meter oder so entfernt aus angegangen, sind wirklich nah ran, um sie genau anzusprechen, damit es eben keine Bache mit Frischling ist, um auszuschließen, dass sie ein Gesäuge hat. Waren wir auf 50 Meter oder so dran und konnten dann der Überläuferbache mit 35 Kilo, schätze ich, sie einen guten Schuss antragen. Die anderen beiden sind sofort weg und haben uns leider keine Chance mehr gegeben. Sie haben da auf der Wiese rumgebuddelt und irgendwie nach Engerling oder dergleichen gesucht. Und nur ein paar hundert Meter weiter fängt der Mais an, wo wir eigentlich hin wollten. Und da stand eine große Rotte. Also es war echt, die ganze Hecke hat geleuchtet. Und das waren, glaube ich, 4 Bachen, soweit ich mich erinnere. Wir müssen auf den Videos nochmal genau gucken. Wir haben das alles gefilmt, wir haben uns auch echt Zeit gelassen. 4 Bachen, alle mit Gesäuge, ein Haufen kleiner Frischlinge. Wirklich, am Ende lagen die auf einem Pulk. Das waren bestimmt, keine Ahnung, 20, 30 kleine Frischlinge, ich weiß es nicht genau. Und dann 4 von dieser Größe. Bei den 4 haben wir natürlich auch noch mal ganz genau hingeguckt, ob da nicht irgendwo Gesäuge bei ist und haben uns dann letztendlich für diese Sau hier entschieden. Hat so auf 120 Meter gestanden und dann einen Schuss gekriegt, kam sogar noch auf uns zugeflüchtet und ist dann hier auf dem Maisacker verendet. Mit dabei haben wir 2 Waffen. Einmal die Mauser M12 Big Max. Da habe ich ein 2- bis 10-faches Glas drauf mit dem niegelnagelneuen Thunder 2.0. Hier in der 35er PC-Version. Es ist wahrscheinlich eins der ersten Geräte in Europa, die jagdlich im Einsatz sind. Ich habe letzte Woche das Gerät eingeschossen auf die Waffe und die Präzision lag so bei 3-3,5 cm, würde ich sagen. Es geht immer noch ein Ticken besser, aber es ist jagdlich immer noch super brauchbar. Also es gibt Waffen, die das nicht schaffen ohne Vorsatzgerät und deswegen war ich auch mit Vorsatzgerät zufrieden. Neu an dem Gerät ist auf jeden Fall, das komplette Gehäuse wurde überarbeitet. Ihr seht es, hier ist eine Infokussierung. Die Tasten sind neu angeordnet. Ihr habt nicht mehr diese 4 Tasten in diesem Kreuz, sondern die sind in Reihe angeordnet. Dann habt ihr hier einen anderen Deckel, der so einrastet und mit einem Druckknopf wieder geöffnet wird. Auf der anderen Seite habt ihr das Akkufach. Neu ist nämlich, dass die nicht mehr mit 2 1-2-3 Akkus betrieben werden, sondern mit einem neuen Akku extra für das Gerät. Hier habt ihr so eine Klappe und wenn ihr den Knopf hier oben drückt, kommt der Akku raus. 2 Akkus sind im Lieferumfang dabei. Einer hält so gute 6 Stunden, würde ich sagen, 5 bis 6 Stunden, je nach Außentemperatur natürlich. Und er kann endlich auch im Gerät geladen werden. Ihr habt aber auch ein Ladegerät im Lieferumfang dabei. Das hier ist das 35 PC, wie ich eben schon gesagt habe. Es wird aber auch ein 19er Gerät geben, es wird ein 35er mit einem großen Detektor geben und es wird natürlich ein 50er mit einem großen Detektor geben. Neu ist auch, dass es jetzt eine automatische Videofunktion nach Schussabgabe gibt. Also ihr könnt einstellen, dass, wenn ihr geschossen habt, die letzten 15 Sekunden aufgezeichnet werden. Also wenn ihr diese Funktion aktiviert habt
und vergessen habt zu filmen, ist nach einem Schuss trotzdem ein Video da und ihr habt quasi einen Videobeweis archiviert. Auf dem internen Speicher, 32 GB, habt ihr da Platz. Ebenfalls neu ist das Außengewinde. Ihr braucht also keinen Zwischenadapter mehr. Ihr habt dieses 52 x 0,79er Gewinde, ich schreibe das nochmal genau rein, worauf die meisten Klemmadapter automatisch passen. Also ihr könnt den Klemmadapter direkt auf das Außengewinde des Gerätes schrauben. Dadurch ist das Gerät nicht ganz klein. Ihr seht es, hier gehört das Gerät auf. Es ist auch ein bisschen schwerer als der Vorgänger, würde ich jetzt mal so behaupten, ohne es direkt gewogen zu haben. Es ist aber auch sehr wertig verarbeitet. Also das ist echt ein robustes Teil. Ich bin so vom ersten Eindruck echt begeistert. Nun schauen wir weiter. Ihr seht hinter mir, der Mond ist hoch, die Sauen laufen. Wir schauen auf den anderen Maisflächen. Wie gesagt, hier sind noch ein paar hundert Hektar Platz. Herzlich willkommen hier wieder am Penestrom, bei Jagen am Penestrom GbR. Und ja, wir waren die letzten Tage fleißig unterwegs, haben versucht, Schwarzwild zu jagen auf wildschadensgefährdeten Gebieten. Jetzt, wir haben Anfang Mai, da ist natürlich der Mais im Hotspot-Bereich und da haben wir erfolgreich gejagt. Also zur momentanen Situation oder auch zur Situation im Revier, wir sind in erster Linie eine sehr große Feldjagd. Da spielt natürlich der Wildschaden eine wesentliche Rolle. In diesem Jahr haben wir aufgrund der Fruchtfolgen einen sehr hohen Maisanbau, also mehrere hundert Hektar am Stück teilweise und die sind natürlich sehr wildschadensgefährdet. Wir kommen aus einem guten Winter raus. Der Winter war sehr mager, was die Temperaturen anbelangt. Der Schnee war so gut wie gar nicht da und die Sauen hatten gute Mast. Von dem her sind die Bedingungen gut. Wir hatten jetzt auch einige Bachen in den Anblick mit kleinen Frischlingen, aber wir jagen jetzt in erster Linie auf Überläufer auf diesen Wildschadensflächen. Also weitere wildschadensverhütende Maßnahmen können auch sein, dass man einen entsprechenden Elektrozaun baut. Dazu möchte ich sagen, das funktioniert grundsätzlich sehr gut, meiner Erfahrung nach, bedingt aber, dass die Ackerfläche auch eine gewisse Größe nicht überschreitet. Also ein Ackerschlag mit 20, 30 Hektar zu zäunen, das denke ich, ist schon die Obergrenze, die machbar ist. Dann kommt natürlich auch immer darauf an, ist das ein Rechteck, ein Dreieck oder sind das ganz kleine Stückchen immer wieder in den Wald reinversetzt. Das muss man alles auch berücksichtigen. Nichtsdestotrotz ist so eine Zaunanschaffung ordentlich mit finanziellen Mitteln verbunden, was sehr teuer ist heutzutage. Und da muss man auch abwägen, ob sich da wirklich ein Zaun lohnt. Baue ich den auf? Weil ein Zaun aufbauen ist das eine, aber der muss auch über die ganze Vegetationszeit bis zur Ernte gewartet werden. Er muss freigeschnitten werden, er muss kontrolliert werden. Das ist eine Menge Arbeit. Und bei der Jagd ist es halt sehr wichtig, die richtigen Stücke zu entnehmen. Wir haben jetzt, wie gesagt, Anfang Mai. Ab 1.4. sind unsere Frischlinge ein Jahr älter geworden, sind jetzt Überläufer. Die neuen Frischlinge sind da und die kann man jetzt auch sehr gut ansprechen mit den Bachen. Die sind gerade voll im Haarwechsel, Winterschwarte geht weg, man kann die Milchleiste gut sehen, man kann den Pinsel gut sehen. Außerdem werden die Tage länger, von dem her sind viele Faktoren da, um wirklich ordentlich und gut zu jagen, um da dann auch entsprechend Strecke zu machen auf den Flächen. Die Bejagung auch von kleinen Frischlingen ist ja immer sehr stark wird immer sehr stark diskutiert, finde ich auch gerechtfertigt, das so zu sehen. Einerseits muss man das aber auch ein bisschen abwägen, wie groß der Schaden ist. Wenn ich jetzt Flächen habe, da hin und wieder mal Schwarzwild drauf ist, dann kann man sagen, okay, die lass mal noch ein bisschen größer werden. Ich sage jetzt mal, 10 Kilo sollte so ein Schweinchen schon bringen, dass man es auch vernünftig verwerten kann. Andererseits, wenn da wirklich die Hölle los ist, es sind mehrere Rotten drauf jeden Abend, da muss halt einfach auch reagiert werden. Das müssen wir auch ganz klar sehen. Da sollten auch kleine Frischlinge entnommen werden, 2-3 Kilo schwer. Außerdem sind natürlich mehrere Argumente dafür. Schweinepest steht uns im Nacken. Klar hört man das immer wieder, dass man da die Schwarzwildbestände absenken soll. Aber nichtsdestotrotz, und das möchte ich auch ganz klar sagen, so ein kleines Schwein, man kann das auch ideal entweder für die Küche verwerten, für den Eigenbedarf, auch wenn das nur 2 oder 3 Kilo schwer ist. Wenn wir mal an unsere Feldhasen denken, die können wir auch gut verwerten. Andererseits ist das auch ein ideales Streckenstück zum Beispiel zur Hundeausbildung. Kann man auch mal als Apportel nehmen, dergleichen. So kann man Schweine auch verwerten. Wir machen das alle nicht gerne und wir nehmen das auch als absolutes, als allerletzte Instanz quasi, um da Schaden zu verhindern.
unser Hauptaugenmerk zur jetzigen Zeit sind die Überläufer. Von dem her wirklich, nehmt euch Zeit, sprecht die Stücken ordentlich an. Überläufer kann man jetzt noch zu dieser Zeit, Anfang Mai, gut ansprechen mit der bräunlichen Schwarte, die sie von Frischling her mitbringen und danach jetzt langsam so ins Sommerhaar überwechseln. Das sind meistens gleich starke Stücken. Meistens ist da vielleicht auch noch eine Bache dabei, die selber kleine Frischlinge dabei hat, wo das Ansprechen einfach dann deutlich besser läuft. Ja, also einfach Ruhe bewahren, konzentriert sein, ansprechen ordentlich und dann sollte dem Weidmannshallen nichts im Wege stehen. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt zu der Jagd hier in Vorpommern bzw. bei uns am Jagen am Penestrom, dann nehmt einfach Kontakt mit uns auf. Wir haben da eine gute Homepage, wird unten eingeblendet. Und da ruft ihr einfach an, kriegt einige Informationen von uns. Und vielleicht sehen wir uns mal hier auf dem Hirschhof. Bis dann, Wiedersehen. Wie ihr hinter mir vielleicht nur noch schwer erkennen könnt, ist ein riesiger Maisacker. Hier wurde der Mais vor 5 Tagen gelegt und die Sauen nehmen den Mais bereits extrem an. Hier gibt es insgesamt 850 Hektar Mais im Revier. Zugegeben, das sind Extremzustände, aber bei so einer großen Jagdfläche ist eben auch die Fläche an Mais riesengroß. Hier wird speziell nur an den Stellen gejagt, wo eben Schaden entsteht. Hier konnte der Berufsjäger gestern beobachten, dass eine Rotte von 4, 5 Überläufern rausgekommen ist und so habe ich mich heute Abend hingesetzt. Ich war vielleicht sogar schon einen Tick spät dran, um 11 Uhr war ich hier an der Kanzel angekommen oder war kurz davor auf die Kanzel zu gehen, da standen die Sauen bereits vor der Kanzel. Ich konnte 4 Überläufer beobachten, 2 waren immer mal wieder im Wald drin, 2 wieder auf dem Maisacker, dann waren alle 4 draußen, dann wieder nur 2, es war ein totales Hin und Her. Man konnte aber gut erkennen, dass 2 sehr konzentriert hier am Buddeln und am Mais suchen waren und die waren beide männlich. Einer war ein bisschen größer, einer war ein bisschen kleiner. Ich habe mir das eine ganze Weile angeguckt, bin immer Stück für Stück näher. Wir haben fast Vollmond, in 3 Tagen ist Vollmond. Dadurch ist es auf dem Acker relativ hell. Das ist natürlich ein Problem, weil die Sauen sind auch nicht blöd. Ich hatte eine Situation, da haben die auf einmal aufgeworfen, obwohl der Wind perfekt war. Ich hatte mich nicht bewegt, ich hatte die Sauen beobachtet, so auf 150 Meter und dann sind die auf einmal ein Stückchen in den Wald gelaufen. Sind zum Glück aber schnell wieder rausgekommen und am Ende konnte ich den Schuss so auf gute 80, 90 Meter antragen. Der Frischling hat gut gezeichnet, ist ab in den Bestand vielleicht noch so 40, 50 Meter gelaufen. Da habe ich ihn noch mal kurz im Wärmebild gesehen und dann war er weg. Da hat man natürlich immer ein ungutes Gefühl, weil er eben nicht im Schuss lag. Aber ich war mir sicher, gut abgekommen zu sein. Ich hatte mit der Waffe und auch mit dem Vorsatzgerät vorher einen Probeschuss gemacht. Mit dem Handgerät konnte ich dann ganz kleine Wärmesignatur hinter so einem kleinen Hügelkuppe erkennen. Und letztendlich lag dann die Sau da auch verendet mit einem guten Treffer. Hier auf dem Feld habe ich eine totale Feldjägerkombination dabei. Was bedeutet das? Ich habe ein Vorsatzgerät, das Lux 2 mit einer 50er Brennweite und einem großen 640x512er Detektor. Das ist also das große Gerät von Liemke. Zum Beobachten habe ich das passende Keiler 2 dabei. Das hat auch eine 50er Linse und einen großen Detektor. Die sind von der ganzen Handhabung relativ ähnlich gebaut. Der berühmte und beliebte Schiebeschalter auf dem Lux hier vorne, wo man immer sicher gehen kann, ist es an, auf Standby oder aus, den haben sie hier übernommen. Der ist also bei dem Handgerät auch vorhanden. Der ist hier ganz vorne. Wenn man nach rechts schaltet, ist das Gerät an. In der Mitte ist es auf Standby und nach links ist es aus. Dann kann es natürlich auch Fotos und Videos machen mit der Taste hier vorne. Man hat hier ein Scrollrad. Darin kann man im Menü hoch und runter navigieren und man kann natürlich auch zoomen, wenn man ganz normal im Beobachtungsmodus ist. Das Gerät hat natürlich auch wie das Vorsatzgerät verschiedene Farbmodi etc. Das kennt ihr bereits alles. Ich verlinke nochmal das Video zum Lux 1. Das ist quasi von der Software und von der Handhabung genau wie das Lux 2. Nur das Lux 1 hat eine 35er Frontlinse und das Lux 2 hat eine 50er Frontlinse für eben noch mehr Details und noch eine größere Detektionsreichweite. Hier an dieser Stelle waren wir gerade sehr erfolgreich.
Mein Kollege Robin sitzt noch auf einem anderen Maisacker, einfach noch so ein paar Kilometer in die andere Richtung. Ich habe noch eine dritte Stelle, an die ich mich setzen kann, die uns gezeigt wurde, die auch sehr vielversprechend sein soll. Und da gucken wir jetzt hin. Wir testen in dieser Zeit nicht nur neue Wärmebildgeräte, sondern auch einen Wildträger. Dieser GeheTech Wildträger hat einige Features, die ich sehr geil finde. Dazu wird es auch ein spezielles Vorstellungs- und Testvideo geben. Ich möchte hier aber schon mal kurz drauf eingehen, weshalb ich diesen so stark finde. Zum einen hat er einen Anschluss. Ihr seht, da sind Lichter dran und die neuen Autos, jedenfalls meins, spinnt rum, wenn hinten etwas montiert ist und die Sensoren halt denken, ich fahre irgendwo gegen, reißen die Notbremse rein. Zum anderen kann man diesen hier absenken, um schweres Wild einfacher aufzuladen. Klar, dieser Frischling ist jetzt nur 32 Kilo schwer, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie gut es funktioniert und es klappt super. Also ihn abzusenken und dann hochzuziehen ist wahrscheinlich auch mit schwereren Sauen problemlos möglich. In der zweiten Nacht begleite ich dann Robin bei der Pirsch. Relativ schnell haben wir an der Stelle, wo ich am Vorabend Sauen ausgemacht habe und den Frischling erlegen konnte, wieder drei Überläufer entdeckt. Vielleicht sind es sogar die drei verbliebenen Überläufer vom Vorabend. Der Mond ist extrem hell und wir müssen uns Stück für Stück vorsichtig nähern, damit sie uns nicht auf dem blanken Acker entdecken können. Wir stoppen also immer wieder, um zu checken, wie nah wir dran sind und welches Verhalten die Sauen zeigen. Vorsichtig, Schritt für Schritt geht es näher heran. Als Handgerät haben wir hier das 50er Gerät der Falken-Serie, das FQ50. Das FQ50 hat einen großen Detektor und eine extrem hohe Detailerkennbarkeit. Die drei Überläufer sind hier munter am Buddeln und folgen einfach dem gelegten Mais. Das heißt, sie kommen entweder auf uns zu oder ziehen von uns weg, was es nicht wirklich einfacher macht. Es ist aber so, dass wir aufgrund des Windes keine große Wahl haben, uns anders zu nähern und einfach der Waldlinie entlang gefolgt sind. Doch wir sollten unsere Chancen bekommen. Beide Sauen liegen im Schuss und wir sind froh, dass es so gut geklappt hat. Wir konnten Wildschaden verhindern und hochwertiges Lebensmittel erzeugen. Waldmanns Heil, Robin. Wir sitzen hier neben zwei Überläufern auf der Schadfläche. Wir sind hier an den Penestrom gereist, auf Einladung des Berufsjägers. Die haben hier letztes Wochenende gut 800 Hektar Mais gelegt. Und das war für uns natürlich die perfekte Gelegenheit, um auf diesen riesigen Flächen einfach mal Wärmebildgeräte zu vergleichen, zu testen. Unter anderem eben das neue Thunder 2.0. Und an dieser Stelle hier, der Berufsjäger hat uns mehrere verschiedene Stellen gezeigt, wo er mit Schaden rechnet. An dieser Stelle konnte Eike gestern Abend schon einen Überläufer aus einer Viererrotte erlegen. Und wir sind dann heute über Tag wieder hergekommen, mit der Drohne über die Flächen geflogen und haben festgestellt, dass
im Gegensatz zu den anderen Flächen, vor allen Dingen hier in dieser Ecke, nahe der Waldkante, extrem viel Schaden bereits ist. Die haben hier schön die Saatreihen umgedreht und das konnten wir heute Abend auch wieder beobachten. Wir sind mit der Reihe angegangen, hat sich einfach für uns ergeben aus der Richtung und weil wir der Waldkante gefolgt sind und standen quasi mit der Reihe, genau wie auch die Überläuferrotte. Das heißt, die sind immer auf uns zu oder von uns weggezogen. Und es war im Prinzip eine Geduldsfrage, bis sich irgendwann die Chance für einen sauberen Schuss ergeben hat. Der erste Überläufer lag im Knall. Ich konnte den zweiten super im Thunder abspringen sehen. Bin mitgefahren, kurz vor der Waldkante hat er wieder verhofft. Und auch da konnte ich dann super die Details erkennen, steht er breit, steht er vor allen Dingen, einfach durch den niedrigen NETD-Wert, sprich die Detailschärfe des Geräts, war das halt echt super zu sehen. Und ich konnte eben auch da dann eine saubere Kugel antragen. Dementsprechend geht diese Nachtjagd am Penestrom für uns mit 3 Überläufern aus einer Viererrotte zu Ende. Für uns wirklich spannend, hier auf diesen extrem großen Flächen zu jagen, wo man die Unterschiede zwischen den verschiedenen Geräten echt merkt, wenn es darum geht, auf weite Distanz zu erkennen, okay, welche Wildart haben wir hier, wie ist die Zusammensetzung, ist das zum Beispiel eine Überläuferrotte, wie in diesem Fall jetzt, macht es Sinn, die Stücke anzugehen, ist es vielleicht Rotwild und man sollte Ruhe wahren. Und das war für uns halt wirklich eine tolle Gelegenheit. Highlight natürlich, dass wir jetzt mit dem neuen Thunder 2.0 hier Weidmannsheil hatten. Ich bin gespannt, was die anderen 3 Geräte der Thunder 2.0 Familie so leisten. Nach dem, was ich hier vom TH35 PC gesehen habe, erwarte ich da sehr viel. Und ja, wünsche euch viel Spaß mit den Aufnahmen. Weidmannsheil. Und bis zum nächsten Mal.